Jo Leute, zurück und wir sind immer noch genau hier, wo beim letzten Mal diese zwei Typen schon auf uns aufgelauert haben. Ich geh mal kurz hier rein. Guck mal. Ach, okay, hier kommen wir raus. Da sind irgendwelche Menschen drin. Kommen wir da rein? Ich glaube aber nicht, oder? Ne, oder? Vom Boden aus. Schaut nicht so aus, aber... Noch ein Gegenstand gefunden. Ist ja auch ganz schönes. Ach, guck mal an. Tschüss. Du bist infiziert. Oh, das dauert so lange immer. An sich sieht das ja wirklich geil aus, aber man sollte das meiner Meinung nach auch entweder überspringen können oder auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar beschleunigen oder so. Das kann ja nicht sein, dass das so Ewigkeiten dauert. Und hier ist der Typ. Oder ein Typ. Ist hier noch einer? Nein. Komm her. Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Gleich hat er mich wieder gesehen. Und ich bin gerade voll orientierungslos. Okay, so ist vorne. Warum geht das nicht? Ich meine, ich könnte ihn jetzt auch einfach so angreifen, aber das wäre ja nicht so cool. Oh mein Gott, zum Glück habe ich den jetzt nicht mit einem Killmove angegriffen. Der müsste mich doch sehen. Nö. Oh mein Gott. Boah, diese Sicht ist verwirrend. Jetzt zielt er mich wieder an. Du Fotze. Hör mal, Shotgun? Dein Ernst? Made, Made, Made! So. Oh, hier ist gerade irgendwas. Ach, die Typen explodieren nochmal. Wenn sie so komisch blitzen. Idioten. Nein, du solltest nach unten springen. Hierhin. Das hier müssen wir uns mal angucken, glaube ich, oder? Na ja, gut, ich meine, da kann ich jetzt nichts machen. Rauf. Hier muss ich hin. Ich muss zu diesen beiden Typen. Aber wie mache ich denn das? Oh Gott. Hüpf darüber. Dann hier rauf. Hast es auch mal hinbekommen ohne Probleme. Was ist denn hier los? Hier lag noch eine Maske rum. Was ist hier drin? Irgendwas. Ich komme da nämlich nicht rein. Okay. Ach, das hier ist ein Schalter. Okay. Finde und aktiviere die verbleibenden zwei Druckplatten. Okay, dann weiß ich jetzt schon mal, wo ich hin muss. Ach, hier war das. Okay. Dann weiß ich ja in etwa, wo ich hin muss. Das wäre ja einmal dann hier die. Und einmal die hier. Voll dumm. Finden, weißt du, weil die ja so überkrass versteckt sind. So, ja, nimm die Lüftung. Ab dafür. Ach so. Hä? Moment. So. Moment, wo... Hier ist die Decke. Decke, sag ich, mein Boden natürlich. Ja, man kommt durcheinander, wenn man hier auf einmal überall hochkraxeln kann. Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar neue Aliens dazu gewonnen. Und dieser Alien kommt aus dem Stein. Das ist der berüchtigte
Stein-Alien. Genau. Und tschüss. Kein Strom. Xenomorph innerhalb der Abgrenzung, okay. Komm doch rein, hab keine Angst, ich töte dich. Sollte dir klar sein. So, und tschüss, mein Freund. Boah, bist du ein hässlicher. Die Aliens sehen ja wenigstens cool aus, aber der sieht ja noch hässlich aus. Okay. Ein Prachtexemplar freigeschaltet. Okay, ich habe gar nichts gemacht. Die Predator kommen mit ins Spiel. Nee, ich kann das Geräusch nicht nachmachen, aber das ist so Hammer einfach. Ich finde, die Predator sind richtig cool. Schade, ich dachte, jetzt kommt das Geräusch nochmal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal aufpassen. Weil die Predator, die können sich ja unsichtbar machen. Das heißt, die können auch einfach so ankommen und uns fertig machen. Da schießen sie schon. Da drüben sind die Mahnen. Oh Gott. Shit. Beide auf mich. Hammerhart. Hier kommen die bestimmt nicht rauf. Wahrscheinlich. Das Blöde ist, man erkennt die auch in diesem... Da unten war einer, glaube ich. Da hinten ist einer. So viel Energie habt ihr eigentlich gar nicht, Freunde. Ah, hier sind da noch andere Aliens. Bleib da! Jawohl, den haben wir. Tschüss. Was? Wie? Dann schlag ich halt auf dich ein, du Madel. Wo ist er? Hör mal, Freund. Du wagst es, dann komme ich mit meinen Brüdern. Du hast meinen Bruder getötet? Doch nicht. Freund. Hä? Wo ist er denn jetzt hingejumpt? Da unten hin. Oh Gott. Wo ist er? Da vorne. Jetzt ist er wieder weg. What the fuck? Freund, du wagst es? Komm her! Shit! Bleib doch einfach sichtbar, dann kann ich dich besser finden. Ey, lass mich los! What the fuck? Oh mein Gott, ist dieses Alien gerade weggeflogen. Stirb! Scheiß Predator. Kommen da mehr oder was? Ja, tatsächlich. Noch einer. Hä? Ich bin tot? Was ist das denn für ein Scheiß? Da kommt eine Katze und ich bin tot. Okay. Oh, der Endboss oder was? Elite Predator, tatsächlich. Was? Ich hätte den jetzt schon greifen können. Wäre der dann schon down gewesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Warum kann der mich immer runterschmeißen? Das kotzt mich an. Komm ruhig runter. Ich box dir ins Gesicht. Ah, ich wollte schon sagen. So einfach hätte man den töten können. Ich probiere es trotzdem nochmal. Vielleicht so kurz vor Schluss geht das ja. Ah, infizieren. Ah, okay. Pass auf, jetzt hier, was ist denn los?
xenomorph target acquired. No. Don't kill her. This one's an old friend. Secure the specimen for off-world transportation. Wir sind die neue Königin. Ja, richtig geil. Und wir sind fertig. Also wir sind durch mit dem ganzen Spiel. Nein, aber wir sind durch mit der Alien-Kampagne. Das heißt, wir werden im nächsten Spiel, oder im nächsten Video die Predator-Kampagne anfangen. Und ich muss sagen, es war schon ein Erlebnis. Also ich muss sagen, es ist jetzt natürlich nicht so das übertriebene Spiel und so, das merkt man ja wohl auch und ich komme jetzt auch noch nicht zum Endfazit, aber es ist so, dass ich auf jeden Fall sagen kann, dass trotz der manchmal recht hakeligen Steuerung es Spaß macht, dieses Spiel zu spielen irgendwie, weil auch so die Story, die wird, naja, die ist nicht so wirklich da, aber das, was da ist, ist halt cool. Meiner Meinung nach. Ich finde tatsächlich, das ist ein recht gutes Spiel. Und um das mal weiterhin zu beweisen, würde ich sagen, fangen wir im nächsten Video dann die Predator-Kampagne an und dann zum Abschluss spielen wir die Marine-Kampagne. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.